Was reizt am Wettbewerb? Ja, mich reizt es natürlich immer etwas im anderen Fluggebiet, neue Leute kennenlernen, und das ist für mich das Interessante dran, nicht? Jetzt weiß ich nur nicht, wie das ist mit dem Abflug. Wie hoch, wie hoch wir sein dürfen, wie schnell wir sein dürfen. Haben Sie das beim Briefing nicht gesagt? Nee. Wahrscheinlich steht es in den Ausführungsbestimmungen, aber. Die du natürlich gelesen hast. Die ich natürlich kann ja mal passieren, dass man was übersieht. Ich kann auch nicht helfen. Ich bin nur der Kameramann. Ist doch schön. Nein, jetzt ist das schon wieder. Die Ausführungsbestimmungen sind doch auf der Website, oder? Könnt ihr mit dem Handy gucken, ja, genau. Ja, da haben wir das Hirn inzwischen in der Tasche. Ja. Michael, die obligatorische Frage. Wie lange fliegst du denn Wettkämpfe? Oh, seit 92. Mein erster Wettbewerb war hier in Hockenheim sogar. Wow. Damals noch in der Clubklasse, als Junior natürlich. Jetzt ist man ja auch schon etwas in die Jahre gekommen. Da bist du ja auch schon ein, wenn ich jetzt alter Hase sage, ist nicht gut, aber sagen wir mal, ein erfahrener Hase. Ja, das auf jeden Fall. Was waren denn die größten Erfolge? Ich liegt auch schon welchen zurück. 2008 in Rieti, Weltmeister. Habe ich schon Weilchen her. Du warst Weltmeister? Ja, ja. Hey Leute, ein echter Weltmeister hier. Ja, Mensch, Michael, in welcher Klasse? Standardklasse. Das war gerade hier mit dem Flugzeug. Das hatte ich damals vom Reinhard Schramme. Hat mir den ausgeliehen gehabt für diese Meisterschaft mit Mario Kiesling im Teamflug zusammen. Der wurde Vize-Weltmeister. Das war was ganz Außergewöhnliches. Und Rieti ist ja eine geniale Gegend zum Fliegen. Ja, klasse, Mensch. Hier haben wir also einen Weltmeister und eine Weltmeisterin im Wettbewerb. Ja. Ja, Michael, dann viel Glück. Der wievielte Hockenheim-Wettbewerb ist es für dich? Ich glaube, der dritte, wenn ich es richtig weiß. Oh, da ist es noch ein bisschen Neuland, gell? Ja, das Rheintal, ich fliege ja im Schwarzwald, da drehen wir meistens um, bevor das blaue Loch kommt. Wo ist denn dein Heimatverein dann? In Musbach fliege ich, bei Freudenstadt im Nordschwarzwald. Alles klar. Michael, dann toi toi toi, es ist nie zu spät, nochmal Weltmeister zu machen. Und zumindest hier einen Titel zu holen, gell? Schauen wir mal, Dankeschön. Danke dir. Genau. Mensch, Lena, und Hockenheim, kennst du Hockenheim, Lena? Nee, aber ich bin schon ein paar Mal in Landau geflogen. Also so der Wettbewerbsraum ist jetzt nicht ganz neu. Aber von Hockenheim tatsächlich noch nicht bisher. Und du hörst, wo wir sind, hör mal. Ja. Das ist die Rennautos. Der Hockenheim bringt es gleich um die Ecke. Da kommt man gleich schon in den Rennmodus. Ja, Lena, heute ist der erste Tag, dann wünsche ich dir viel Glück. Dankeschön. Es sind einige Pilotinnen mit euch. Ja, das ist cool, dass da so viele Frauen dabei sind. Ja, doch auch. Das ist auch cool. Ja, also, Dankeschön. Gerne.
Zeug.